Servusle, grüßt euch, willkommen zurück bei Subnautica mit eurem Voucher ohne Motte. Wir bauen uns aber jetzt eine. Ich habe die Materialien schon rangeholt. Wir haben einen Titanbarren, das waren die letzten Titanen, die wir hatten. Glas haben wir das letzte Mal ja genug abgebaut. Jetzt bauen wir uns eine neue Motte. Eine neue Motte muss her, weil der Voucher die letzte geschrottet hat. Ist also keine Motte, sondern eine Schrotte. So, super, 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 herrlich, ohne Witz, Alter. Ne? Heute ist so ein Tag wieder. Geh mal hier und da mal. Weißt du was? Dann stellen wir die gleich mal weg hier. Ich wollte die eh sowieso hinten neben dem Moonpool haben. Weißt du? Weil da ist ja irgendwie alles hier etwas mobiler. So, raus mit dir. Raus mit dir und bau uns die Motte. Klettern. Klettern. Nein, nicht aufnehmen. Hier. Wow. Fängt ja gut an. Wir gehen heute übrigens zur. Oh, hinten ist der Vulkan. Wird es klappen? Wird es klappen? Was ist denn das hier? Bestandteile unbekannt. Ist klar, wir haben da noch nicht alles. So, er baut uns die Motte direkt über dem Vulkan. Da wird sie dann gleich explodieren, schätze ich mal. Kann man da schon mal runter? Jo. Stehen wir drauf, ne? Zack, da ist sie ins Meer gefallen. Wir haben eine neue Motte. So, Thema Nummer 1. Hat jetzt keine 2 Minuten gedauert, weil ich es vorbereitet habe. Wir haben allerdings keinen Titan mehr, Leute. Das muss uns bewusst sein. Wir sind blank an Titan. Ich möchte jetzt zur Aurora. Jetzt gehen wir zur Aurora rüber. Das ist hier gut mit der Station, oder? Obwohl die haut früher oder später sowieso ab. Jetzt fahrt's mal kurz rein, richten uns einigermaßen her. Auf dem Weg hierher habe ich ja auch noch die Fische schon mal eingeräumt. Weißt du, wir haben ja dieses eine Schlangenei haben wir ja gekriegt. Und die Irisfischlen. Die Irisfischlen, für die würde ich ja gerne ein Aquarium bauen, weißt du? Soll man noch ein Aquarium bauen? Jo, aber 4 Glas jetzt investieren? Nee, ich möchte den Alien-Container. Ich lasse mich davon nicht abhalten und der liegt bestimmt unten. Der liegt in diesen Caves, in denen ich hier explodiert bin. Ich wette damit. Das heißt, wir müssen da runter. Ich will da aber nicht wieder so einen Hickhack machen. Deswegen Aurora, das Modul zum Tieferlegen holen wir uns ran. Den Krebs werden wir drüben scannen. Wir machen eine Aurora-Runde, eine ganz legitime. Herkömmliche. Den brauche ich drüben nicht, ne? Ich brauche auch da drüben eigentlich nur eine Sauerstoffflasche. Standard mit hoher Kapazität. Ich nehme die mit und lasse die Standard hier, damit wir auch ein bisschen Platz haben. 2 Batterien dabei zu haben, schadet nicht. Bauen tun wir drüben nichts. Ich tue das jetzt hier rein. Was brauchen wir jetzt auf dieser Runde nämlich wirklich, ne? Scanner nehme ich mit, Laser nehme ich mit. Und den Reparaturteil nehmen wir mit. Messer nehmen wir auf jeden Fall mit. Au, ich hätte mir gerne eine Schubkanone gebaut. Eine Schubkanone wegen den Krebsen. Na, ohne Schubkanone braucht man gar nicht drüber, Leute. Dann lass uns das noch kurz vorweg machen. Jo, ein Titan ist jetzt nicht das Problem. Ein erweiterter Kabelsatz wird jetzt eher kritisch. Ein erweiterter Kabelsatz. Wo finde ich den? 2x Gold, ein Computerchip. Also brauchen wir insgesamt. Der war doch immer mit Silber. Boah, jetzt geht's los, Alter. Jetzt blick ich's bald nicht mehr. Jetzt zeigt der Fabrikator mal Rezepte an, mal nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie ich das werten soll. Jetzt gehen wir mal gucken, was wir haben. Die Schubkanone nehmen wir auf jeden Fall mit. Ganz klarer Fall, Leute. Wir lassen uns da. Jetzt gucken wir mal hier durch. Jetzt haben wir jede Menge Glas, aber kein Titan. Spind, was hast du für uns? Gold. Ich würde mal sagen, wir nehmen mal 3 Gold hier raus. Ich würde auch mal sagen, wir nehmen mal 3 Silber hier raus. Haben wir hier noch Kupfer? Ein Kupfer! Eins, wieso eins, Alter? Ich brauche bestimmt viel mehr. Feuerlöscher können wir dann später mitnehmen, wenn wir packen. Hier, ne, habe ich eingeräumt, unser Schlangenei und die Okulusse. Die Okulusse. Siehst du, passt ja wunderbar. Dann habe ich doch hier drüben, habe ich da auch. Siehst du, da habe ich nämlich gewusst, ich habe da noch ein Auge reingesperrt. Dann kann der nämlich gleich hier rüber. So, jetzt pass auf, jetzt machen wir das ganz locker. Wir brauchen ja Minimum ein Titan. Schalala, Schalali und Schalalum. Alter Schwede, aber ich habe trotzdem jede Menge Spaß gehabt, auch wenn die Motte draufgegangen ist letzte Mal. So da unten rumcruisen, weißt du, wo du genau weißt, oh, jeden Moment kann sie platzen. War schon cool und viel cooler war eigentlich noch, dass wir wieder rausgekommen sind. Hätte ich nämlich nicht damit gerechnet. Da hätte ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Hier haben wir schon mal das nötige Titan. Das ist Wunderbärle. Das ist Wunderbärle. Was uns aber fehlt, ist noch Kupfer. Da stand nämlich was von einem Kupferdraht und Kupferdraht sind immer 2 Kupfer. Und wir haben nur eins. Jetzt machen wir die Aurora. Ich lasse jetzt auch den Dings vorne in Ruhe, den Communicator. Weißt du, können wir machen, wenn wir zurück sind. Communicator-Geschichten. Die Geschichten des Communicators. Delelele. Oh. Hat er kurz hier abgestoppt, dass ich das sehe? Hast du gesehen? Das nehmen wir jetzt mit. Da war's doch. Das war doch das Köpferle. War das nicht das Köpferle? Das war das halt. Ich hab's nicht gesehen. Jetzt pass mal auf. Hier, das war doch die Grundidee des Vouchers letztes Mal, sich hier zu verbrennen. Nee, das war nicht die Idee. Hier.
Der sprotzt mir doch die ganzen Fische hier kaputt. Was sind das hier für Brocken, die da? Was sind das da zum Beispiel für einer? Ah, der löst sich auf. Ist jetzt nur. Hier waren das letzte Mal ganz viele Pieper tot. So viel zur Grundidee des Vouchers. Ja, ja, Burn, Alter, Burn, du hast es verdient, du hast mich nicht. Da sind sie. Siehst du, die will ich nämlich. Ne, das sind die Lebenden. Ich habe gedacht, ich habe da voll die fette Idee gehabt, von wegen. Da waren 5, 6 tote Pieper. Ich dachte, die können wir dann wunderschön köcheln. In unserem Bioreaktor. Gut, ist jetzt auch nicht das Problem. Ja, das ist nur so ein Effekt. Das ist, im Prinzip ist es Betrug. Im Prinzip ist es Betrug, was die uns hier vorgaukeln. Jetzt komm, ich glaube, wir haben alles. Gehen wir basteln. Gehen wir basteln. Aber wieso in die Richtung, Watcher? Du wohnst doch da. Super. Alles klärle, alles klärle. Schauen wir mal, wie weit was wir kommen. Ganz klarer Fall. Und auf dem Rückweg, also wenn wir die Aurora erledigt haben, ich will die komplett durchziehen. Jetzt weißt du ja auch mit Schweißen gleich. Weil dann können wir nämlich unseren Strahlenreaktoranzug weglegen und können den stärkeren bauen. Hinten die kleinen Dinge können wir abbauen, da hätten wir Titan. Siehste, siehste. Und ich habe eine kleine Raumplanung bzw. Raumänderung vor. Wir werden tatsächlich das Lager hier oben in Luftebene 1 direkt im ersten Stock komplett lagern. Nur Spins mit Material. Und hier unten werden wir dann entsprechend unsere Räumlein basteln, weißt du? So, dann kommen wir heute auf jeden Fall los. Jetzt pass auf. Pass emol uff. Ja, das müssen wir auf jeden Fall schon mal. Das ist schon mal ganz, ganz richtig. Hast du toll erkannt, mein Freund? Ich sitze schon wieder so weit unten, aber egal, es ist gemütlicher. Es ist gemütlicher. Na, 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 nie, na, na. Arbeiter, Kabel, Gold, Computerchip hat er gesagt, ne? Kupferdrähtle, ein Kupferdrähtle. Ich hoffe eins nur. Ich hoffe eins nur. Jetzt brauchen wir den Computerchip. Und dann den erweiterten Kabelsatz. Ist das richtig? Das ist vollkommen korrekt. Und was hat denn dann, was wollte er denn noch? Was wollte er noch für die Schubkanone? Da ist sie. Schubkanone! Mit der gehe ich am liebsten los, ne? Weil da kann ich die Krebse nämlich wunderbar wegmachen. Die sind so nervig. Und die mit dem Messer. Jo, Alterle. Du hast sie. Du hast sie. Jetzt geh Batterien wechseln. Au, da findet man nämlich auch Batterien in der Aurora. Ganz klarer Fall. Batterien werden wir finden. Poster werden wir finden. Und vor allem kann ich das Bett mal scannen. Dann können wir uns nämlich hier auch die Nacht wegmachen. Weißt du? Wir nicht Konsoleros. Wir bedienen ja dieses Mal nicht die Konsole. Hier habe ich übrigens einen Garryfisch mit reingeschmissen. Der müsste irgendwo hier rumsausen. Die Anfangsfische. Back to die Anfänge. Wo ist der? Hier ist er. Ne? Da schwimmt er. Hier, wo die Hand jetzt ist. Jetzt die Schubkanone. Brrr, die Base zusammenkropft. Und Entschuldigung. So, pass auf, pass auf. Wir nehmen ja alle Batterien raus. Alle raus. So viele sind sowieso nicht. Okay, Schubkanone ist vollgeladen. War klar. Hier werden wir auf jeden Fall einen Wechsel machen auf eine volle Batterie. Schwupp. Hier werden wir auf jeden Fall einen Wechsel machen auf eine volle Batterie. Schalem. Und den Scanner. Ha ja, den können wir ja auch wechseln. Warum denn noch nicht? Jetzt fehlt aber doch hier was. Jetzt fehlt doch hier was. Das Messer. Das Messer können wir auf die 5 legen. Dann ist alles gut. Dann ist alles. Jetzt haben wir wieder Titan. Wo haben wir jetzt das Titan her? Ich blick's schon wieder nicht mehr. Das passiert alles ohne mein Zutun. So, du darfst laden. Du darfst laden. Jetzt haben wir natürlich keine Ersatzbatterien dabei. Das muss uns klar sein. Das Titan lasse ich jetzt noch hier. Ich laufe jetzt aber nicht extra hoch. Doch, wir müssen hoch. Wir müssen ja hoch, Leute. Jetzt habe ich auch die letzte Energiezelle verholzt gerade. Dann nehmen wir die noch mit als Ersatz. So, wir müssen ja. Achso, nee, essen hätten wir unten können. Aber jetzt sind wir oben. Da ist keine Motte mehr drin. Wo ist die Motte hin? Habe ich die jetzt stehen lassen? Ich habe die stehen lassen. Siehst du, so habe ich mich schon dran gewöhnt, dass wir keine mehr haben. So, so hammergeil, Alter. Ne? Jetzt pass auf. Da haben wir nichts. Hier, Titan eingeräumt. Schön, sauber, ordentlich sind wir mittlerweile. Ne? Dann eins weiter. Da darf das Silber wieder zurück. Und ganz klarer Fall, wir nehmen uns das hier mit. Siehst du, hier sind die Dinger noch, weil du gefragt hast, Chill. Ne? Das sind aber noch die alten. Die gibt es jetzt wohl, glaube ich, nicht mehr. Den Feuerlöscher nehmen wir mit. Würde ich sagen, Schwaden und so weiter, Magen. Dann ist hier nur organisches Zeug drin. Alles klar, Kreatur. Nein. Jetzt was holen wir noch? Essen. Wir essen noch. Wir essen noch, wir essen noch. Schalala. Und dann gehen wir. Und dann gehen wir rüber. Ganz einfache Geschichte. Wir müssen es eh machen. Halt, da wollte ich gucken, ob ich da noch mehr... Nee, hier wollte ich. Das ist wieder so eine typische Folge heute. Ich sehe das schon. Das essen wir jetzt. Hier ist dann wieder clear soweit. Ah, so eine Laternenfrucht kann man sich eigentlich auch mal einverleiben. Bis ich wieder die letzte nehme, weißt du, da irgendwas passiert und der Baum spawnt mir weg. Da muss ich aufpassen. Ich will das ja so behalten. So, das ist immer das eindeutige Zeichen, dass wir noch Zeit haben. So, dich esse ich noch, eine esse ich noch, eine esse ich noch und eine mache ich kaputt. Nee,
doch. Nee, ja, drüben gibt es ja auch was zu essen. Ist ja nicht so, dass es drüben nichts gibt. Jetzt habe ich beides gemacht, weißt du? Alter, jetzt geht's hier nicht auf. Aber ist ja egal. So, Leute, wir haben alles. Das war's. Wir können los. Jetzt muss ich nur zur Motte. Sollen wir noch einen Kaffee? Ah, komm, so ein Käffle geht immer. Ein Käffchen geht immer. So, die Batterien, sind die schon aufgeladen? Nee, aber doch eine ist aufgeladen. Die nehmen wir mit als Ersatz. Sehr schön. So, meine Freunde. Papa geht spazieren. Ne? Ihr habt alles, was ihr braucht. Hier ist leer. Was waren hier noch drin? Aha, die Geräte, die wir nicht brauchen drüben. Wir brauchen drüben keine. Was war das? Ah, das war der Kaffee. So, Leute. Schlürf und ab geht's. Motte, wir kommen. Ich habe. Ey, wieso habe ich die stehen lassen, weißt du? Klar, im Unterbewusstsein ist sie bei mir noch kaputt. Ich wusste jetzt auch nicht, dass wir die schon gebaut haben wieder, weißt du? Das kann weg. Das kann weg. Du schwimmst jetzt hier rüber, Kerzen gerade. Ich weiß gar nicht, ob man einen riesen Aufriss machen soll und einfach rüber am besten, oder? Gar nicht lang gefackelt, dem Reaper da drüben am besten entkommen und schwupp, gehen wir rein und fangen einfach an. Was soll's? Bin ja 36,4 Grad. Ja, das könnte ja fast eine Anzeige aus dem Real Life sein, Alter. So, langsam. Wie sie halt so nicht mehr navigiert, wenn sie außerhalb vom Wasser ist, ne? Hier ist der Mond, hier ist die Base. Hier ist die Base. Was? Ein bisschen Panik habe ich ja schon hier noch. Sag mal, wieso wirkt denn das heute so anders? Nö, das stimmt schon, wir müssen da lang. Wir müssen, ach Licht, jetzt weiß ich, warum das so anders gewirkt hat. Wenn man das Licht nicht anschaltet, kann man nicht sehen. Schalalala. Hallöle, 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 die Popöle. Jetzt freue ich mich auch direkt. Sag mal, nee, wir nehmen nichts mit. Ich lasse jetzt hier alles ganz bewusst liegen. Das ist immer so. Meistens komme ich dann drüben an, ne? Das Zeug ist voll. Jetzt haben wir noch schön Platz, weißt du? Das geht ruckzuck. Dann ist nämlich das Inventar zugegleistert. Es sei denn, das haben die geändert. Habe ich gerade das Gefühl gehabt, dass es hier ein. Da, guck! Guck! Nee, ich dachte, es sind zwei tote Biber. Guckt, guckt. Alter Schwede, manchmal bin ich selber überrascht. Manchmal bin ich selber überrascht, dass ich hier überhaupt ein paar Meter weiterkomme. So, jetzt müssen wir aufpassen, weil an dieser einen Stelle, als ich das letzte Mal gezockt habe, war nämlich plötzlich so, bup, der Reaper da, weißt du? Da gibt es nämlich hier eine Stelle, in dem einen Spielstand ist mir das so gegangen, da war der plötzlich da. Hast du gehört? Hast du das gehört? Ich trau dem nicht hier. Ich trau dem ja auf keinem Äugle. Auf keinem. Nicht mal auf dem Hühneräugle, weißt du? So, den Weg kennen wir ja. Wir waren ja jetzt schon ein paar Mal dort. Mal gespannt, was heute wieder schief geht. Es ist ja aber auch noch nie glatt gegangen. Entweder bin ich irgendwo reingeglitscht. Oder ich habe die Hälfte vergessen, weißt du? Lauter so. Das wird wieder heute so der Runde. Aber heute kommen wir da eh nicht komplett durch. Wir werden wahrscheinlich morgen gleich eine dranhängen. Oder halt mit der nächsten Folge sind wir noch hier drin. Ist hier irgendwas anders? Ja, die Felsbrocken sind anders. Hier muss man jetzt schon ein bisschen schauen, weißt du? Da war schon öfters mal der Reaper. Und ich habe ja sogar keinen Bock auf den College. Auf den Reaperlege. Hier gehen wir rein. Hier gehen wir einfach jetzt mal rein. Da bin ich auch immer. Jetzt muss ich nur gucken. Ich drehe mich einfach mal rum, weißt du? Hier bin ich schon mal vor ihm geflüchtet. Lelelelelelelelele. Dok, 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 dok. Und er schaut oben aus dem Fensterle. Ich glaube, wir gehen hier einfach mal raus, oder? War das hier? Ich weiß es nicht mehr. Halt, das Licht kann man ausmachen. Was? Ah, wenige Angaben über Lebensformen in der Region. Das radioaktive Niederschlag der Aurora wird verheerende Auswirkungen auf das fremde Ökosystem haben. 24 Stunden muss es eingedämmt sein jetzt. Ich bin aber da nochmal eingestiegen wegen Licht. So, jetzt. Alles klar. Das ist für uns doch gar kein Thema. Krebse. Krebse, da ist schon einer. Bup. Und tschüss, mein Freund. Tschüss. Aha. Seid ihr alle infiziert? Tut mir schrecklich leid für euch. Ne, da hinten ist noch nicht infiziert. Guck mal, wie viel es hier hat. Ich spawn die aber nicht wieder alle hier drauf, weißt du? Das kann. Hier. Haha. Tübi. Tschüss. Es ist hier dunkler wie sonst. Was für mich bedeutet, wir brauchen die Laschentampe. Die Laschentampe, Alterle. Zwei.
Attention, Attention. Wo geht's lang? Wo müssen wir hin? Wir wissen es nicht mehr. Schalalum. Hier können wir doch jetzt schon mal anfangen. Wir haben ja den Schuber. Wir haben ja die Schubkanone. Das habe ich doch schon gescannt hier, ne? Das brauchen wir jetzt nicht nochmal. Jetzt pass auf. Yo, es wird hell, wie es harmoniert. Ich liebe das immer, wenn es so zusammen... Wow, Alter, verbraucht die einen Haufen Energie für zwei so Dinger. Das war auch früher anders, oder? Ich habe nie drauf geachtet. Das ist übrigens kein Frame-Einbruch, ne? Das wackelt hier so, weil die explodiert ist. Ich wollte es nur dazu sagen. Ey, warte mal, da waren doch auch die Codes. Siehst du, das ist doch eine Weile her, dass ich hier war. So. Hol die Laschentampe wieder raus. Wir haben ja einen Feuerlöscher. Hier hängt übrigens auch noch einer. Jetzt gehört er uns. Wir brauchen wahrscheinlich hier drin kein Messer, außer die Bluter nachher. Oh doch, die Bluter. Au, es gibt kein Guter, außer der Bluter. Die habe ich schon wieder vergessen. Die sind ja auch da. Stoßweises Löschen lernt man, ne? Auf der Löschschule. Ich hab so das Gefühl, dass es hier anders funktioniert. Kommt, geh aus. Geht aus! Hier noch. Mir egal. Ich hau den Löscher da raus, wenn es sein muss. So. Hier war ja soweit nichts oben, ne? Glaube ich jedenfalls. Alter, bleib du ruhig aus, Feuerle. Gar kein Thema. Wir gehen tauchen. Hier durch. Hallöle, PDA Nummer 1. Hier muss man jetzt aber auch mal gucken, ne? Wegen den Zahlen 6, 4, 8, 3. Siehst du? Das habe ich mir schon mal gemerkt. 6, 4, 8, 3. Ist hier irgendwas dabei, was man lesen, wissen muss? Hallo? Nee, was steht da vielleicht? Was hat das schon mal jemand untersucht? Das kann ich nicht lesen. So, wie sieht's hier aus? Alles gut? Nee, nee, nee. 6, 4, 8, 3. Haha, hi. Probieren wir gleich. 6, 4, 8, 3. Yay. Da ist der Exzess erlaubt, Alterle. Super. Jetzt pass auf. Pass einmal auf. Ich muss natürlich jetzt den Scanner rausholen. Weißt du was? Ich gehe mal ganz kurz Luft holen. Ich gehe mal ganz kurz an die frische Luft. So viel zu frischer Luft. So, pass auf. Bleib oben. Ich weiß, dass du oben bleiben kannst. Wieso machst du es nicht? Lampe aus. Jetzt muss ich kurz mich orientieren. Degassi. Ja, ja, Degassi. Pass mal auf. Was habe ich gesagt? Den Scanner will ich hier drauf machen noch. So. Weißt du, dann haben wir nämlich wirklich alles. Und hinein in den Raum und die ersten Errungenschaften abgeholt. Freue ich mich. Da freue ich mich. Hier müssen wir aufschweißen gleich. Machen wir dann auch. Aber erstmal, wenn wir den Raum hier klären. Aha. Als ob wir nicht schon eins hätten, nehmen wir das natürlich alles mit. Das ist schön, das Inventar verstopft. Ich hoffe, wir finden den Kofferraum mit Bilde. Da war wieder was. Hier, das ist doch eigentlich auch was. Was ist das hier? Ah, nee, soll ich das echt alles aufsammeln? Probenbehälter. Was für Proben? Was für Proben meint ihr denn? Schalalala. Was für Proben meint ihr denn? Hier war doch auch noch irgendwie... PDA. Technologiebaupläne wurden aktualisiert. Welche? Welche sind geupdatet worden, Digga? Kann ich hier Luft holen? Ja, hier kann man Luft holen. Das reicht mir schon zum Glücklichsein. Der Raum kommt mir jetzt irgendwie fremd vor. Waren wir hier echt schon mal? Ja doch, da hinten geht es dann dadurch. Okay, alles klar. Jetzt ist das Inventar voll, oder? Ja, fast. Super. Ah, Mann, aber ich kann nichts liegen lassen. Es wird nachher wieder eine Tauschaktion werden. Was nehmen wir mit? Hier, ne? Ist das nicht irgendwas, was ich scannen kann? Ne, aber ein Selbstscannen können wir mal machen. Ja, komm, scan dich selber. Führe Selbstscan durch. Anzahl fremder Bakterien hat statistisch bedeutsame Werte erreicht. Keine nachteilige Auswirkung festgestellt. Achte auf vertretene Symptome. Okay, also Infizierzimmer. Infizierzimmer, ist doch klar. Ich meine, wir können auch dazu. Hier, das ist doch schon mal was Wichtiges. Ein Besserle. Besser wie irgendwelche Laborgeräte, die man nicht... Hier ist doch noch so ein Behälter. Siehst du, ich wusste, ich habe noch was vergessen. So, ich glaube, wir sind hier durch. Dann können wir Luft holen, dann können wir schweißen. Dann müssen wir den Schweißer wieder rausholen auf die... 4 würde ich sagen, die 4 rausgeholt und ab Luft, Luft. Ohne Luft geht's nicht lang weiter. Schalalum und Schal. Guck mal, da oben sieht man den Himmel durchglitschen, siehst du? So über dem Kompass, siehst du? Toll. Toll, was eine Verarsche, das ist nämlich der Spiegeleffekt vom Wasser. Weißt du? Mal gucken, ob das so bleibt bei Release. Jetzt ja egal jetzt so, wir haben Luft. Wir haben Luft, das stört uns jetzt relativ wenig. Wir schweißen jetzt da hinten auf oder schneiden auf. Dum-di-dum-di-dum-di-dum.
Mach die Türe auf, wir kommen. Ich glaube, so sind wir noch nie rein, oder? Dass ich gleich von Anfang an mit der Schubkanone darum hantiert habe. Aber es hat geklappt und ich bin ganz froh, dass wir die Ersatzbatterie dabei haben. Weil die Teile hier, die ziehen nämlich gerade an der Energie ohne Ende. So, wollen wir hier schon mal reinlinsen? Zwei Kisten. Eine Batterie, sehr, sehr lobenswert. Noch eine Batterie, sehr, sehr, sehr lobenswert. Hier können wir kurz Luft holen. Allerdings hier birgt sich die Gefahr, dass da Funken runtertröpfeln. Hier ist auch dieser Effekt. Ja, aber das reicht schon. Du kannst wieder runter. Lieber unter Wasser. Ist hier irgendwas Neues dazu? Was? Wer ist da noch nachgesprungen? Alter Schwede, ey. Das ist so meins momentan. Hast du gehört? Da war wieder das Geräusch. Datenterminal. Aurora Flugschreiberdaten. Schwätzt der nimmer? Warnung, Hochgeschwindigkeitsenergieimpulse wurden von Planetenoberfläche gestartet. Notfallsignal an Altera, Hörboje gesendet. Nach der Analyse, der Energieimpuls gleicht keiner bekannten Planetenverteidigungstechnologie. Ursprungsort des Impulses, bla bla. Ich habe jetzt halt Angst, dass ich erstick. War hier nicht auch das Zeug drin gesteckt? Ey, sag mal. Leute, habt ihr da was geändert? Nee, ist noch alles wie es war, ne? Normal hat hier immer einer ewig lang geredet. So, hier müssen wir mal rausgucken. Beziehungsweise rausschwimmen. Wo sind jetzt die Bluter? Waren die nicht hier schon irgendwo? Ich muss gucken. Wir dürfen nichts vergessen. Wir dürfen nichts vergessen. Und dann schauen wir hier auch gemütlich rum. Nicht, dass noch ein Mikroskop irgendwo rumliegt, weißt du? So. Hier erstmal in die Ecke. In die Ecke. Dann die Taschenlampe. Irgendwelche Bluter-Technologien hier. Muss ich hier schon runter? Ich glaube. Die kamen aber noch nicht gleich hier, glaube ich. Luft hast du geholt, Alterle? Okay. Ich glaube, hier geht es in den Brown Raum. In den sogenannten Krebsraum dann ja ab heute, ne? Hier muss man auch gucken, ne? Das habe ich nämlich sonst immer liegen lassen. Da waren auch schon als manchmal Feuerlöscher. Das sieht aber nicht mehr so gut aus wie früher. Kann das sein? Oder ist das jetzt nur, weil ich es besser sehe durch die neue Lampenstärke hier? Das sieht jetzt nicht mehr so gut aus, finde ich. Doch, da siehst du, da ist nämlich eine Taschenlampe. Ich nehme die jetzt mal mit. Weil keine Batterie. Dann kannst du wieder raus. Ohne Batterie will dich doch kein Mensch. Warum leuchtest du dann, wenn du keine Batterie hast? Hier waren doch aber auch Feuerlöschers. Waren hier nicht früher Feuerlöschers gelegen? Ich bin mir nicht mehr sicher. Da, di, da, da, da. Ich lasse hier. Kann ich hier Luft holen? Nee. Scheiße, jetzt sollte man dann irgendwie durchkommen, denke ich. Bevor ich hier tatsächlich noch erstick. Ah, ich habe aber eine Flasche dabei. Darf ich nicht vergessen. So, wieso liegt denn der jetzt hier? Der will doch bestimmt auch weggeräumt werden, oder? Nee, nee. Hier, ne? Ah, oh, geile Situation gleich immer auftauchen. Ich liebe die Stelle hier, ja. Da kam auch immer geile Musik. Sag mal, hier sind wir tatsächlich aber auch noch nicht wirklich immer alles abtauchen gewesen, ne? Liegt hier noch was auf dem Grund, auf dem Grund, auf dem Grund. Liegt hier noch was auf dem Grund? Ne, 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 ne. Luft holen! Hoch, streben. Das meine ich, die Melodie. Bleib oben. Dann räum das mal weg. Du willst, ich will einfach nur, dass du oben bleibst. Das ist eine andere Musik wie früher, Leute. Ne, ist die, ne? Hier, der Krebsraum. Schalalalala. Schalala und schalala. Kommt man nicht einen aus dem Wasser scannen? Wie war denn das? Hier, ne? Krebsanzugfragment. Den bauen wir uns natürlich dann noch nicht. Den bauen wir uns natürlich. Eins von vier, Leute. Der ist zu hoch oder muss ich einfach besser hin? Ich glaube, der ist nix. Der ist nix. Dann gehen wir hier noch gucken und dann gehen wir gleich rüber. Hier mal kurz reingelinst. Gerade ein bisschen wackelig, ich weiß. Tut mir leid, das ist dieses Auf- und Abtauchen hier. Das ist halt so. Da können wir nicht drumrum, das so zu erleben. Stopp, da war doch was drin. Nee. Wow, okay, Taschenlampe, dann sieht man auch ein bisschen was. Umkleideraum. Jetzt ist das mit der Musik, weißt du, dieses Abbrechen. Ganz nervig, finde ich. Das ist nämlich ein richtig geiler Sound für die Stelle hier. So, stopp. Hier muss man jetzt wieder aufpassen, Roger. Da liegt nämlich... Da liegt's. Was war denn das für eins? Frachtmodul. Jetzt haben wir den Kofferraum für die Motte. Jetzt haben wir das Frachtmodul. Ich hab's nicht liegen lassen dieses Mal. Habt ihr es gesehen? Ich hab das letzte Mal liegen lassen.
So, hier müssen wir jetzt ein bisschen löschen. Alles klärle. Dann wechseln wir auf den Löscher. Haben wir noch Zeit? Naja, wir... Komisch, ich habe, glaube ich, das Gefühl, ich bin immer an dieser Stelle, wenn dann die Folge langsam endet. So, macht es hier schön aus. Jawohl. Stoßweises Löschen auf die 3. Krebsanzug 2 von 4. Ne, 3 von 4. 2 von 4? 2 von 4. Den scannen wir natürlich jetzt zusammen fertig. Hier liegt dann nochmal der 3 von 4. Und der 4 von 4 rechts von uns. Hier war jetzt nichts mehr, ne? Da steckt jetzt nichts mehr drin. Aber irgendwo war doch noch ein Modul. War nicht irgendwo noch ein Modul? Das will ich auch noch haben. Klarer Fall, ne? Wir dürfen jetzt hier nur nicht verbrennen. So, machen wir beim nächsten Mal, also nächste Folge, machen wir dann die Umkleide. Die Wohnräume, ganz klarer Fall. Hier steckt jetzt nichts drin in den Terminals hier, ne? Und hier, meine ich, war... Hier war auch immer der Vierer dann hier, ne? Das müssen wir aber kurz weglöschen, sonst tut das sich weh, mein Freund hier. So. Krebsanzug-Fragment. Damit haben wir es geschafft, Leute. Wir können den Krebsanzug bauen. Jetzt nenne ich den schon den Brawn. Wir nennen ihn weiter Brawn, oder? Ich würde sagen, lass uns mal kurz reingucken, was braucht man denn für Materialien für den Brawn? Schnack. Kristallami... Oh. Diese Blastarballen. Alter, jetzt glaube ich, wird es langsam Zeit. Dann müssen wir uns... Oh, Aerogel. Alles klar. Das heißt, wir müssen so ein bisschen unsere Farmintensivität ausweiten. War das schon immer zu? Ich weiß es nicht. Hier drüben kamen wir auf jeden Fall ohne Schubkanone schon mal zurecht. Es ging auf jeden Fall mal, ne? Okay, aber wir sind jetzt an einer guten Stelle, finde ich, ne? Also hier kommen wir durch. Alles klärle. Auf uns warten jetzt im Prinzip als nächstes die Wohnräume, die Umkleideräume. Die Aurora müssen wir flicken. Ist klar, das machen wir jetzt beim nächsten Mal. Die Aurora flicken und die Bluter töten, die da noch rumsausen. Ich freue mich drauf. Wir bleiben jetzt hier. Ich glaube, wir können uns mittlerweile auch ganz gut wieder hochpushen hier. Ein Wasser haben wir auf jeden Fall. So, hier speichere ich ab, Leute. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier. Ich freue mich auf euch. Bis dann.